Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 25. April. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Johannes 21, Vers 5. O diese Jünger, da hat der Herr Jesus sie eines Tages von ihren Fischerbooten weggerufen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Aber nun, wenige Tage nach der Auferstehung des Herrn, sehen sie sich wieder beim Fischfang. Diesen Weg hatte sie nicht hierher geführt, den hatten sie sich selbst gewählt. Und da stand nun Jesus am Ufer und fragt: Habt ihr nichts zu essen? Schlachter übersetzt: Habt ihr nicht einige Fische? Beschämt müssen sie antworten: Nein. Wie rührt ihr Herr dann einen wunden Punkt? Es war nur ein paar Wochen her, kurz vor dem Leiden des Herrn Jesus, da hatte er sie gefragt: Habt ihr je Mangel gelitten an irgendetwas? Und fröhlich hatten sie bekannt: An nichts. Aber jetzt hatten sie Mangel, vergeblich hatten sie die ganze Nacht gefischt. Boote und Herzen waren so entsetzlich leer. Mit seiner Frage macht der Herr ihnen deutlich: Man wird sehr elend, wenn man meine Führung verachtet und eigene Wege geht. Die Bibel spricht viel von dieser Führung durch den Herrn. Wie elend wurde zum Beispiel Abraham, als er gegen den Willen seines Herrn nach Ägypten zog. 1. Mose 12, Vers 110 und folgende. Und wie gesegnet war der Apostel Paulus, der so genau auf die Führung achtete. Apostelgeschichte 16, 6 und folgende. Ja, reich und gesegnet, trotz vieler Nöte. Die Führung ist ein großes Geheimnis der Kinder Gottes. Man lernt sie nur in der Stille und unter dem Wort Gottes. Es ist ein Wissen um dieses Geheimnis in den Versen. So nimm denn meine Hände und führe mich. Ja, Herr, bewahre uns vor den eigenen Wegen. Lass uns deinen Weg erkennen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.